So, willkommen zu einem neuen Part von Robert Wants Fishy. So, ich muss mich gerade wieder ein bisschen so in die... Ah, okay. In die Steuerung, genau. So ging das, genau. Verdammt. Hätte ich vielleicht mich ein bisschen mehr vorbereiten sollen. Moment, ich mach mal ganz kurz die Maus da raus. So. Okay. Im letzten Part hatten wir hier einen Boss besiegt und haben danach diese komischen explodierenden Harpunen bekommen, die richtig praktisch sind. Achso, man kann auch so schwimmen, gut. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen schwerfällig hier alles. Was haltet ihr eigentlich von dem Spiel? Also im ersten Part gab es ja geteilte Meinungen. Ich persönlich finde es ja eigentlich gut, ne? Ist ja logisch. Ist ja auch quasi, ja. Ah, die explodiert! Verdammt, das ist nicht einfach hier. Kommen die nach oben? Wäre gut, weil dann könnte ich die hier gerade abschießen. Okay. Okay, damit hätten wir es. So, komm. Ah, Mist. Es ist nicht einfach. Aber wir können hier das da auch aufsprengen. Bäm. Habt ihr das gesehen? Okay. Jetzt da wieder lang. Jetzt können wir jetzt alles aufsprengen. Ist ja geil. Und das war auch schon die letzte Fähigkeit, ne? Wir kommen jetzt überall hin. Okay, damit haben wir hier alles. Sammeln hier noch die Dinger ein. Und hier gibt es noch eine verstärkte Bombe, sage ich jetzt einfach mal. Ist das jetzt auch verstärkt, diese Harpunen? Oder Torpedos sollen das, glaube ich, darstellen. Bam, 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 bam. Auf jeden Fall sind sie deutlich schneller als die Bomben und deutlich präziser. Was ich schon mal gut heiße. Gibt's hier sonst noch irgendwas, was wir vielleicht aufsprengen könnten? Ihr wisst ja, ich will hier so ziemlich die 100% haben. Aber hier sieht's schlecht aus, danach zu suchen. So. Da ist noch eine... Ach, die Qualität, die hatte ich doch gerade... Oh. Ich Idiot, natürlich muss ich die auch noch umbringen. Das habe ich völlig vergessen. Das wäre dann so ein Gegner gewesen, hätte ich nicht umgebracht. Seht ihr? Dann später ist auch die Wertung schlechter. Machen wir es einfach so hier. Ganz klassisch, erstmal nach unten drücken, dann auf Dauerfeuer und dann schießt du automatisch die ganze Zeit nach unten. Ist auch schön, hatte ich im letzten Part herausgefunden. War ganz praktisch. So, sonst gab es hier nichts mehr, oder? Ich vergewissere mich jetzt da extra nochmal. Weil unten kann natürlich auch noch was gewesen sein. Also hier war nichts mehr, ne? Und hier auch nicht, nee. Dann hätten wir hier alles. Damit ist dieses Gebiet hier komplett sauber. Wir können wieder an die Oberfläche. So. Dauert ein bisschen, durch dieses Labyrinth zu schwimmen. So. Ach ja, endlich wieder festen Boden unter den Füßen. So. Gehen wir mal hier rein. Nein. Aber diese Bomben, die sind jetzt auch...
Die machen jetzt hier auch so einen Umkreis. Praktisch. Moment. So. Ja. Kann ich damit die... Nee, ich kann sie immer noch nicht besiegen, leider. Bäm. Und wir brauchen nur noch zwei Schüsse für die. Nice. Somit können wir jetzt eigentlich jedes Gebiet theoretisch cleanen. Aber ich glaube, ich fange nicht mit dem hier an. Das da ist, war doch ganz gut, oder? Ja. Ich glaube, das war ganz gut. Was ist das? Hä? So, macht man das, ne? Jawohl, das haben wir schön wegbekommen. So, für das andere, da müssen wir da oben hin. So. Und damit... Was ist das? Okay. Irgendwas Gutes war das. Boah, diese Fähigkeit ist aber auch richtig geil. Ja, und so haben wir hier eine kleine Abkürzung. Beziehungsweise wir kommen an neue Fähigkeiten. Und da wollen wir ja auch hin. So. Damit hätten wir die Bomben eigentlich schon fast komplett ausgerüstet, wie man unten sieht. Uns fehlt also nur noch eins. Okay, hier komme ich nicht hoch. Aber muss ich ja auch gar nicht. Ich möchte nur gerne erstmal noch abspeichern. Wenn das möglich wäre. So. Okay. Hier war nichts mehr. Aber wenigstens mal weggemacht. Und, Wasser. Also waren wir hier doch noch nicht fertig mit Wasser. Leider. Aber ich bin noch ziemlich schlecht, ne? Ist aber auch schwer hier bei dem... Oha. Ich muss ja schon sagen, das ist gar nicht so einfach da. Schießt mal alle hier unten hin. Okay. Okay, den einen hätten wir. Damit sollte es ein bisschen einfacher werden. Okay. Wow. Ah, Mist, da konnte ich nicht ausweichen. Ah, ist gar nicht so einfach da. Man muss immer diesen etwas längeren Weg zurücklegen. Das nervt ein bisschen. So. Na egal, komm. Zack, 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 zack. Gut, den hätten wir. Nein. So. Oh, nee. Und dann springe ich genau rein. Ja. Da konnten wir aber auch nicht viel machen. Ich hätte allerhöchstens nach hinten ausweichen können, aber... So schnell konnte ich eben nicht reagieren. Okay. So, damit hätten wir das. Kommen wir hier auch noch dran. 122 Aliens schon kaputt. Okay, die Dinger bekommt man nicht kaputt. Wow, wir sind hier auch schon durch. Sind wir echt schon durch? Und wir holen uns jetzt mal kurz das Schild wieder. Wobei das eigentlich egal ist.
Wir kommen sowieso jetzt erstmal noch nicht so schnell an gefährlichen Stellen vorbei. Ah, hier der. Ha, okay. Den mussten wir aktivieren. Hätte ich das jetzt vergessen, oh Gott. Das wäre schon ein bisschen fail gewesen. So, hier, das war unser Anfangsgebiet, ne? Nichtsdestotrotz gibt es hier noch ein paar Sachen und Gegner. Also wollen wir mal hin. Boah, sind die einfach. So. Okay. Damit hätten wir diese Schranke auch. Achso, und so kommt man darüber. Der ist aber gar nicht so einfach. So. Zwei Schüsse und er ist down. Diese Münzen eingesammelt, die sich anhören wie von Super Mario. Aber eben nicht so aussehen. Und auch keine Münzen sind. So, ansonsten hier oben ist alles clean. Auf Mess mal. Nein! Ist nicht. Dann müssen wir vom Anfang, okay. Brauchen wir aber doch noch eine Fähigkeit. Was zum Teufel? Oder kommen wir von da hinten irgendwo daran? Mal ausprobieren. Ja. Hier. Lalala. Und ich gehe hier nochmal lang. Ah, das ist dann für später. Okay. Obwohl. Achso, das ist hier für den Schlüssel, dann aktivieren wir es und kommen zum Goldfisch. Ah, okay. Dann schauen wir uns mal in den anderen Gebieten noch um. Hier haben wir alles. Ich würde jetzt gerne mal in das Fledermausgebiet. Das ist ja gerade das nächste hier. Ah, hier ist aber die Musik echt so ziemlich am besten. Keine Ahnung warum. Ich mag die Melodie irgendwie. Können wir ihm jetzt schaden? Mit dieser Bombe? Oder täuscht das nur? Wo sind überhaupt die ganzen Fledermäuse hin? Die sind alle schon weg. Habe ich die alle schon abgeschossen? Okay. Ah, da oben ist aber noch was. Egal, ich will jetzt hier erstmal den Boss besiegen. Wo ich immer noch nicht genau weiß, wie. Aber dadurch, dass ich jetzt diese Reichweite habe, durch die Explosion, könnten wir das schon schaffen. Ja, wir ziehen ihm eindeutig was ab. Und mal gar nicht so wenig, ne? Das will ich auch angemerkt haben. Und noch einmal. Jawoll. Was? War's noch nicht? Es geht mit dem Vieh ab. Irgendwie werden wir schon treffen. Hier haben wir auch schon einmal getroffen. Oder ein paar Mal eher gesagt. Uah! Knapp, knapp. Der ist echt nicht übel. Wobei es deutlich schwerere Bosse gab. Auch wenn wir ihn natürlich jetzt ohne diese Explosion noch nicht hätte besiegen können. Deswegen vielleicht. Ja, doch etwas overpowered.
komm wieder. Jawohl, irgendwie ist er gefangen. Okay, damit haben wir das. Und wir kommen hier zu der Fähigkeit. Multibomb. Oh. Nice. Ich glaube, damit killen wir jetzt wirklich alles. Schaut euch das mal an. Ich habe kein Schild bekommen. So. Okay, damit will ich mich jetzt auch in das Schneckengebiet wagen. Hier haben wir alles. Nur noch mal kurz... Nee, hier hatten wir noch nicht alles. Immer erst gucken. Ach, scheiß drauf. Hier ist noch mal so ein Ding, wo wir uns heilen können. Ah doch, hier hatten wir alles. Aber hier ist noch dieses Ding da. Also, wir hatten alle Gegner schon besiegt, aber... Wir müssen noch was abholen. Beziehungsweise... Ach so, die Dinger... Ja, gut. Hä, wie kommt man da nochmal hin? Verdammt. Ich hab's schon wieder völlig vergessen. Ich glaube, wir müssen doch oben lang, ne? So war das. So. Und da kommen wir auch so durch. Okay. Damit hätten wir das. Na komm, jetzt... Und dies doch so machen. Damit hätten wir hier auch diesen Zugang da freigelegt. Sonst gab es hier nichts mehr. Damit sind auch die Bomben vollständig aufgerüstet. Wie man sieht. Das heißt, wir können jetzt wirklich in das Schneckengebiet. Ja, scheiß drauf. So, das war Wasser. So, nur noch das hier. Nice. Und die können wir ja nicht besiegen. Die verstecken sich dann nur in ihren Häusern und können uns nichts mehr anhaben. So. Hier ganz vorsichtig runter bewegen. Ja, hier konnte ich nichts machen, weil er automatisch ziemlich hoch springt. Ah, und halt dich da doch nicht fest. Na gut. So. Da kommen wir von der anderen Seite hin und da werden wir noch gleich hingehen. Moment. Aber erstmal hier den Teleporter holen. Ach, nicht den Teleporter, den Transmitter Computer. Oder Computron. Wieso habe ich das hier nicht aufgemacht? Oder hatte ich das schon mal und er hat es einfach nicht gespeichert? Ah, und... Moment. Das kann ich immer noch nicht. Warum nicht? Ich habe doch schon alle Fähigkeiten. Da oben dieses Ding, das sieht komisch aus. Vielleicht kann ich das irgendwie aufsprengen. Nein! Moment. Kann es sein, dass ich mal irgendwie so eine Fähigkeit bekommen habe, wo ich so hoch springen konnte? Moment. Kann ich irgendwie aktivieren? Ich habe mir ja nicht alles durchgelesen. Moment. P für Pause. Nee. Hier steht keine Control-Ding. Kann ich irgendwie auf die Fähigkeiten klicken? Ah ja, okay. Hold down to... Ah, Moment. Hat damit zu tun, also ich muss da wahrscheinlich lang so, aber wie weiß ich nicht. So geht das ja nicht.
Nee, keine Chance. Und so hatten wir es auch schon versucht. Ich komme da so einfach nicht... Ah, nee. So. Ich muss da irgendwie drankommen, aber wie? Es reicht einfach nicht von der Zeit her. Ich hatte es ja schon mal versucht. Ganz knapp eigentlich nur. Also er blinkt noch so. Aber... Nee. Das bringt alles nichts. Ich weiß jetzt, ich weiß nicht, was es damit auf sich hat hier. Man muss einfach nur nach unten halten, ne? Das heißt ein Refract nochmal. Also es hat irgendwas mit Bullets zu tun, das heißt mit Geschossen. Bringt also eigentlich nichts. Naja, dann gucken wir uns einfach mal woanders um. Hier gab es ja noch genug Stellen, wo wir uns umgucken können. Hier haben wir schon alles sauber gemacht. Ja. Das war das, ne? Das war ein bisschen fies auch. Ich meine, was soll man da machen? Manchmal einfach so durchlaufen, okay. Ging dann doch einfacher. Diese Dinger! Diese Viecher können das aufmachen. Vielleicht bekommen wir auch so einen Laser irgendwie. Können wir... Nein! Oh, du bist ein... Unnütz. Unnützes... Roboterchen. Soll ich hier auch wieder drei Parts machen? Wäre irgendwie lustig. Dann hätten beide Projekte eigentlich drei Parts. Nur, ja. Das eine Projekt war deutlich länger. So, jetzt aber. Bam, 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 bam. Einfach mal hier ballern. So. Und hier auch. Wie soll ich denn hier durchkommen? Zum Beispiel. Moment. Natürlich. Wie oft kommt hier noch was? Ja, keine Chance. Hä, wie soll man da dran kommen? So. Dann sterbe ich mal schön. Vielleicht. Nein. Aber wir sind trotzdem durchgekommen. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben das Schild noch. Das heißt, wir kommen hier auch einfacher durch. So, einen können wir uns leisten. Ah, nein! Hat er nochmal geschossen? Kann doch nicht sein. Ja, leg mich am Arsch. Kein Bock mehr hier. Ich weiß nicht, wie ich mit diesen Gegnern umgehen soll. Ich habe keine andere Attacke gegen die. Das ist das Blöde, oder? Was ist das hier? Make set computer. Ah, das ist okay. Hold down to room. Ja. Ah, Moment. Es wird so komisch hell, ne? Aber ich
Ich weiß nicht, was hier der Unterschied sein soll. Ich kapiere den Move nicht. Das ist das Einzige gerade. Ja, meine Güte. Wie soll ich denn da durchkommen, bitteschön? Das ist echt so die Challenge für den Schluss. Ja, egal. Ihr seid einfach voll overpowered. Ihr scheiß Schnecken. Hier gibt's auch... Nee, es gibt einfach auch keinen PC oder so, wo man sich... Oder diese komischen Dinger da, diese Checkpoints. Oder... Moment. Kann es sein, dass es so eine Art Schutzschild darstellt? Moment, das muss ich jetzt ausprobieren. Und wie? Oh Gott! Idiot! Das ist ein Schild! Aber wieso schreiben die da nicht einfach ein Schild? Hold down to activate the... Schild. Moment. Ah, Mist. Da war ich ein bisschen zu früh. Da muss ich unter Wasser, okay. Alter! Unterwasserkämpfe sind gar nicht lustig. Also besonders, wenn man erstmal über Wasser ist. So. Man muss einfach ein bisschen schnell reagieren, wenn die schießen. Und dann geht das schon. So kann man wahrscheinlich sogar Schüsse umlenken. Und genau das sollen wir wahrscheinlich machen. Bei dem einen. Komm. Komm, mach nochmal. Danke. Nein, 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 nein. Es ist nicht lustig. Alter! Zum Schluss packen sie nochmal richtig aus. Das ist krass. Also, als schwer hatte ich das nicht in Erinnerung. Ich wollte auch vorhin ein Video machen, wie ich so ein sauschweres Achievement einfach freispiele. Aber irgendwie hat Camtasia Studio gesponnen. Ich hoffe, das ist hier jetzt nicht so. Weil sonst raste ich aus. Mann, diese Wassersteuerung ist einfach zum Kotzen. Ist echt nicht lustig. Man braucht so ewig, bis man hochgesteuert hat. Man muss da wahrscheinlich dahin, wo keine Stacheln sind am Anfang. Sonst ist es unschaffbar. Ich frag mich, warum ich das nicht gleich gemacht habe. Moment. Ein bisschen ausgewichen und jetzt kommt er nach. Scheiße. So, und jetzt bam, 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 bam. Immer drauf hier. Keine... Was habe ich jetzt hier? Irgendwas habe ich. Okay. Ja, scheiß drauf, komm. Hier weiter. Wir haben es geschafft, Leute. Egal, wir haben den Schlüssel, komm. Aber hier hinten, das da, das möchte ich jetzt doch nochmal ausprobieren. Wo waren das hier, ne? Ach so, ja, hier. Ich sehe es schon. Das können wir hier machen. Nein, ich will das jetzt so machen. Wenn er dann schießt... Und wie das funktioniert. Bam. Und das ist mir hier sowas von egal, wisst ihr? Hier kommen wir einfach durch. Und ich frage mich, was ist das jetzt? Overpowered? Ja. Overpowered, 3 auf einmal. Nice. Bam.
Ja, das ist geil. Sonst noch irgendwas abzuholen? Boah, Alter, wie das abgeht. Aber ganz im Gegensatz zu mir. So. Hier ist noch was, aber wie zum Teufel? Hier müssen wir ein bisschen spielen, aber wie? Wovon prallen die denn ab? Ah, das ist ganz einfach. Moment. So. Einmal ein bisschen gelassen. Dann geht das schon. Dann kommen wir hier lang. Dann das hier aufspringen. Und alles ist in Ordnung. 49. Einer fehlt uns, ne? Ich hab's euch gesagt. Hier 50 Dinge. Ich weiß aber nicht, wo der eine sein soll. Upsala. Da habe ich mich ein bisschen getäuscht. Alter, wie ich mich hier einfach durchskille. Und wie wo kommt man hier jetzt hin? Boah, Alter. Gar nicht einfach. Ah, verdammt. Er ist halt doppelt gesprungen, obwohl ich es nicht wollte. Hier einfach ein bisschen Geduld. Bis sie beide vorbeigelaufen sind. So. Ist auch nicht. Ja. Diese Stachel dann auch noch da. Oder diese Kristalle. Okay. Okay, so kommen wir einfach nur an den Anfang. Ich weiß nicht genau, wo das jetzt ist. Aber ich muss da natürlich nachsuchen. Hier war es nicht. Hier war es auch nicht mehr. Was hier noch? Es könnte tatsächlich hier sein. Glaube ich. Hier haben wir alles. Wo? So eine Karte wäre jetzt richtig praktisch. Besonders da unten bei den Schnecken. Das ist ziemlich unübersichtlich da. Nee, hier ist nichts. Gehen wir mal hier hin. Da war auch nichts mehr. Nee, hier war einfach nichts mehr. Hier auch nicht. Da bin ich mir auch so ziemlich... Nee, es muss hier sein. Das ist das Einzige, was man schwer erkunden kann. Vor allen Dingen diese Schnecken, die machen einen da ziemlich fertig. Oha! Ich einfach genau in den Stacheln lande. Gehen wir einfach mal da runter. Was da so ist. So... Das war das hier. Ja. Da habe ich jetzt nichts mehr zu suchen. Hier habe ich alles, ne? Was ist denn hier? Ach, das war der Eingang. Das Schild ist aber schon praktisch. Und ich wusste noch nicht mal was davon, dass man sich so ein bisschen schützen kann. Hätten wir es im Wasser auch machen können? Ich glaube nicht, ne? Ein bisschen crazy hier. Wie komme ich jetzt da nach oben? Eigentlich nicht. Aber irgendwie ist da. Hier den... das Ding aktivieren. Und nochmal da gucken. Ich muss das alles genauestens unter die Lupe nehmen. Weil ich wollte es ja zu 100% lösen. Obwohl, eigentlich... wollte ich es wirklich zu 100% lösen? Ich glaube, hier macht es eigentlich sogar weniger Sinn, das zu 100% zu lösen. Ach komm, schließen wir das Projekt einfach ab. Ich habe da jetzt keine Lust mehr zu. Das ist eigentlich wie die Nadel im Heuhaufen suchen.
Vielleicht täusche ich mich ja auch und es ist oben. Im ersten Gebiet. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall, ich finde für ein Browser-Game ist es echt nicht schlecht. Hat eine angenehme Spiellänge. Gerade für ein Browser-Game ist die Spiellänge schon bemerkenswert. Weil meistens sind die ja etwas kürzer gehalten, beziehungsweise manchmal muss man sie sich auch runterladen, also es ist nur eine Testversion. Das ist dann eigentlich noch mir am liebsten, weil da haben sie sich wirklich, ja, so halt als Werbung gemacht. Kann man sich, wenn es einem gefällt, tatsächlich da runterladen. Was ist denn hier? Ich hab das, ja, ich weiß, ich hab das schon mal überprüft. So. Gehen wir mal hier hin. An den Anfang. So. Müssen wir jetzt hier ganz hinterlaufen? Ah. So. Das ganze Anfangsgeplänkel hier. So, hier rüberlaufen. Auf jeden Fall haben wir alle Fähigkeiten. Glaube ich. Darauf kommt es ja auch an. So. Und wir uns den Fisch. Oh yeah, wir haben es geschafft. Robert got fishy. Kitty loves fishy. Ah, wie die Zunge. Ja, da ist gar keine Zunge. Ups. Ist ja der Fisch. Lol. Ja, Kitty loves fishy. Das wissen wir alle. Okay, ja. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und wir sehen uns dann in einem neuen Projekt wieder. Also, höchstwahrscheinlich werde ich jetzt Pokémon Platin fortsetzen, aber nur mal so, für auch für die, die jetzt hier dieses Projekt angeschaut haben, ja, vielleicht ein paar Monate später. Oh, upsala. Jetzt bin ich mit dem Bild ein bisschen verrutscht. Wollte ich nicht. Also, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und ja, bis dann und ciao.